Liebe Freunde der pyrotechnischen Knallerzeugung, heute ein weiteres Testvideo. Und zwar wollen wir heute mit euch ganz viele One-Shots, Einzelschüsse, Bombenrohre mit Feuertopf, ohne Feuertopf, mit Salut, mit Bouquet testen. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Viel Spaß bei unserem Test. Wir haben auch wieder unser Schallpegelmessgerät, unser Profi-Messgerät dabei, um auch den Schalldruckpegel miteinander mit den verschiedenen Rohren vergleichen zu können. Ja, liebe Freunde, los geht's mit den, ach, wo fangen wir denn an? Unseren Dreischlagbombenrohren. Silberblinker, die neue Variante. Und noch eine. Und weiter geht's mit Dreischlag Inferno. Alt, die alte. Und jetzt die neue. Und nochmal die neue. Oh, der Abschluss ist ja echt brutal laut. So, und nochmal unsere Blau. Sehr schön, riesige Ausbreitung. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Wir haben, von Nico, dem Big Shot. Nico, Big Shot! Ganz amüsant. Natürlich jetzt nicht. Muss jetzt auch nicht laut sein. Ist auch nicht dafür gedacht. Jetzt haben wir allerdings. Ach, wir machen mal zwischenrein. Die Hammer. Hammer Single Shots. Hammer Single Shots. Nochmal haben wir Single Shots. Oh ja, von der Lautstärke her könnten sie ruhig lauter sein. Ja, machen wir weiter mit dem Bombenrohrfestival von Panda. Sehr schön, sehr schön. Nächste.
der ist jetzt nicht so, der Brille, der mit Blinkern ist wesentlich besser. Und der dritte davon. Schöne grüne Farbe, die Feuertöpfe sind sehr schön dabei. Ah ja. Wow, Scheiße. War ja genau klar, dass die Bombetten hier vor der Kamera runterkommt. Ja, das war Single Shot. Da hatte die Dings nicht gezündet. Die grüne Variante hat die Bombette nicht gezündet. Jetzt die rosane. Das war jetzt Single Shot die rosane und jetzt kommt diese gelblich-grüne. Die ist sehr hübsch. Ja, dann folgt logischerweise Big Shot. Die rote oder rosane. Schöne Blinker. Dann grüne. Okay, den Effekt lasse ich mal eingehen, der war hübsch. Den kann man lassen. Nächster Test. Wir testen nun, jawohl, die Röder Megashot. Röder Feuerwerk Megashot. Wow. Yeah, das nenne ich Single Shot, One Shot. Einzelschüsser, da geht was. Yeah. Und nächster. Das macht Spaß. Oh, auch super. Ja, da kommt wenigstens was raus aus diesen Rohren. Da kommt was raus. Der letzte, die Nummer 1 noch. Riesige Crackling-Wolke und auch immer die schönen Feuertöpfe dazu. Seid mir nicht böse, da muss ich uns mal leider selber loben. So, machen wir weiter mit den Bombenstimmungen von Nico. Oh, okay. Die Silber, jetzt die rote. Oh, auch ganz nett, praktisch wie unsere, nur dass unsere noch einen Feuertopf dabei hat, einen Crackling-Feuertopf.
Und halt, ich muss das Messgerät erst nochmal ausschalten hier. Stopp die Messung. Wenden. Start. Jawohl, also jetzt noch die goldenen. Oh, naja, okay. Nicht so überragend. Okay, unser Test geht weiter mit den Röder Titanium Salut mit schönen Feuertöpfen. Nochmal der rote. Darf nicht vergessen, die Bomben, diese Röhrchen haben ja nur 20 mm. Jetzt der blaue. Nochmal der blaue. So, jetzt kommt noch der silberne. Was macht's da? Wow. Da war der Abschuss ja schon saustark und saulaut. Dann noch mal ein silberner. Wow. Jawohl. Und weiter geht's mit den Vico Double Thunder. Da bin ich gespannt, wie die im Vergleich abschneiden. Oh, die sind gar nicht so schlecht. Die sind gar nicht so schlecht, die kleinen Teile hier. Ja, gutes Bouquet lässt zu wünschen übrig. Dann machen wir nochmal. Ja gut, auch das Goldene lässt zu wünschen übrig. Okay, weiter geht's mit den Flashing Thunder von Vico im Vergleich. Oh. Ah, die sind ja witzig. War gar nicht mal so schlecht. Kleiner Salutknall, allerdings leider ohne Titanfunken. Nur mit kleinem Blitz. Riechen tun sie gut, riechen. Ja, und machen wir noch einen, was so schön war. Einen Flashing Thunder von Vico. Also, jetzt geht's weiter mit, ja, mit was? Mit Defender. Defender geht's weiter. Die sind ganz nett. Weiter geht's mit nochmal einem Defender. Das sind ja verschiedene. Ich weiß nicht, ob ich alle verschiedenen erwischt habe.
es nicht. Und dem dritten. Ich habe keinen mit Wirbel bekommen habe. Noch mal so einen. Jawohl. Gut, machen wir weiter bei unserem Test. Mit den Colorful Thunder von Pyro Factory oder Pyro Factory. Jawohl, der Salut, der lässt sich hören. Der drückt! Ja, gut, man muss. Entschuldigung, die Color Thunder King meinte ich natürlich von Pyro Factory. Ja, aber der Salut, der ist schon ordentlich. Also den kann man lassen für das kleine Röhrchen hier mit diesen 20 mm. Ist ganz hübsch. Der Knall ist gut. Aber der Knall ist gut. Okay, noch einen. Wir haben ja jede Menge. Ja, mal 6 Stück davon. Machen wir mal ein paar durch. Sollen ja verschiedene Farben sein, mit verschiedenen farbigen Feuertöpfen, aber die sieht man kaum. Aber der Knall ist gut im Vergleich. Und noch einen, weil es so schön ist. Und so viel Spaß macht bei dieser Kälte. Ja doch, die sind aber gut, die kann man gebrauchen als Salutröhrchen, vor allen Dingen in der Größe. Und noch ein letzter, von blauen. Ja, was hast du, ich habe vielleicht falsch gesagt mit Feuertopf, ich meine natürlich den Aufstieg, den farbigen Aufstieg. Aber der ist auch kaum sichtbar. Okay, weiter geht unser Test. Ja, jetzt haben wir die beliebten Thunder King von Jorge. Ja, schöner Feuertopf. Leider kein Titanblitz. Ein schöner kleiner Blitz, aber ja, ich mag die Titanblitze. Ja. Ich brauch ein paar Funken dabei. Die fehlen hier leider. Aber der Aufstieg ist schön. Der Feuertopf ist schön. Oh, der Knall ist Durchschnitt. Gut. Und jetzt haben wir natürlich die beliebten Flashbangs im Vergleich von Nico. Geht. Hätte ich ein bisschen lauter eingeschätzt. Aber gut, leider halt auch ohne Titanfunken. Auch noch ein kleiner Blitz. Das ist ein bisschen schade. Ja, und Lautstärke könnte lauter sein. Könnte lauter sein. Okay. Und nun noch zu gutem Schluss die Thunder Kong Max von Leslie. Oh. Keine so hohe Steighöhe. Geht relativ fitz, fax, fuchs, aber leider auch wieder ohne Titanfunken. Lautstärke ordentlich, vergleichbar mit den anderen, auch mit Flashbang, der leider nur 1,3G ist und nicht verschickt werden kann. Hier haben wir Thunder Kong Max in der 18er Kiste bei uns im Shop stehen, mit Käfig, daher verschickbar, vielleicht eine Alternative zu den Flashbang auf jeden Fall.
Ich finde, es ist sogar ein bisschen lauter. Ja, das Messgerät zeigt auch etwas höhere Lautstärke an. Also, gute Alternative, eine gute Alternative zum Flashbang von Nico sind auf jeden Fall Thunder Kong Max von Leslie. Aber leider halt nur in der größeren Kiste erhältlich, weil im Käfig und damit 1.4G zum Versenden. Und ich glaube, ich habe einen vergessen. Was habe ich hier einen vergessen? Ich habe noch einen Flashbang vergessen. Machen wir noch einen Flashbang zu guter Schluss, so als Abschluss. Jawohl, ein bisschen leiser laut Messgerät. Okay, ich gucke nochmal, ob ich noch was habe für euch oder ob alle Röhrchen herausgeschossen sind. Jawohl, nee, wir haben alles abgefeuert. Damit sind wir am Ende unseres Tests. Ich hoffe, euch hat der Vergleich gefallen, euch bringt der Vergleich etwas. Ihr könnt gut vergleichen, selbst entscheiden, was für euch die besten One-Shots, Einzelschüsse, Single-Shots sind. Ja, schaut auch immer mal bei uns in den Shop rein. Gibt es immer mal wieder neue Single Shots, aber ich denke, wir haben schon eine gute Auswahl hier getroffen. Dann würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung. Ja, und wenn ihr wollt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Das motiviert uns natürlich auch, weitere solche Tests durchzuführen für euch. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Gut, Schuss.